Fex muss auch noch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Banger. Ja, wir haben eine Menge noch vor uns. Na, ich habe tatsächlich. Ach, schade. Ich habe tatsächlich am Mercenary jetzt schon eine ganze Menge gespielt. Das heißt, da würde ich fürs Erste durch, auch gerade wegen den Gangplank 3. Das war eigentlich so das Beste. Mercenary 7 geht natürlich nochmal zu einer anderen Zeit. Ist aber ein kleines Eck. Kleines Eck bedeutet aber natürlich auch früher Payout und trotzdem ist Tomb of Trades drin. Das heißt, man kann früher damit rechnen. Ist vor allem interessant, zum Beispiel für Innovator, finde ich. So, wenn wir eben duschen, genieß es. Was haben wir jetzt? Ich würde sagen, ja, die Enchanter kommt. Ist immer noch eine, die ich zeigen will, aber ich will es jetzt noch nicht zeigen, weil die Leute sind manchmal so ein bisschen triggert, wenn ich quasi Dinge zeige und sie dann nicht spiele. Dafür bräuchten wir am besten, würde ich sagen, einen Yordle beginnen. Aber den haben wir jetzt hier noch nicht. Vielleicht doch Innovator. Also, ich habe hier tatsächlich das mitgenommen wegen Redemption. Also, es gibt so eine Enchanter-Comp, wo du quasi einfach alle um Ludo herumstellst und Ludo kriegt einfach ganz viele Redemptions. Und dann hoffst du einfach, dass keiner MF spielt, weil MF ist, glaube ich, der ultimative Hardcounter zu dieser Comp. Aber dazu später vielleicht mehr. Items sind okay für eine AP-Comp, ne? Sehr, sehr decent. Stored Power. Hexic Champions permanently gain 1 AP each time they are hit by your Hexcore Pulse. Das wollte ich eh schon gerne mal machen, ne? Hat wer das Swain Carry? Swain Carry ist actually nicht bad. Aber Lucian, also Lucian wär definitiv die beste Option hier. Was ist denn mit Alistar? Hat wer von Ledak die Tierliste mit seiner Alistar kommen? Weil Alistar wurde ja gebufft im Patch. Und Alistar habe ich actually noch nie gespielt. Und wäre hier tatsächlich wahrscheinlich ziemlich gut. Irgendwie Scrap, oder? In Solos ist die auch drin. Oh, danke. Schau ich mal kurz. Bei die Alistar. Alistar ist einfach Infinity Edge Spellcrit Titans Resolve. Also, basically ist die Comp so. Das hat natürlich dann wenig mit unserem Augment zu tun, so, ne? Vielleicht ist er ja Swain. Titans oder Gargoyles? Ja, okay. I see. Ja, macht schon Sinn, ne? Aber ist die Frage, ob man da hinkommt. Meine Hextech 8 wurde gebufft. Das war auch terrible vorher, muss man sagen. Ich level hier einfach. Ich bin in Norwegen, Kurtner Schor. Aber vielen lieben Dank für die netten Worte. Ich glaube, Achter fühlt sich mit dem Augment besser an. Ja, denke ich auch. Aber tatsächlich sind die meisten Units tatsächlich Bait. Also, ich überlege, ob wir Swain Carry spielen. Swain Carry ist halt ein bisschen Dark Tech, ne? Ich weiß tatsächlich nicht genau. Titans Resolve ist relativ easy. Maybe dann QSS. Aber dann hört es auch schon auf, so, ne? Rabe Giant Slayer Titan Scramble ist auch spielst du auch auf Alistar. Ist auch spielbar. Leute. Da kannst du doch keinem erzählen.
What the fuck? Der skate jetzt insane. Ich meine, er kriegt jetzt bei jedem Mal, wenn dieses Hextech-Scheiß posiert, kriegt er AP. Ride-Partner-Programm kickt wieder. Also, das ist wirklich absolut insane. Oh mein Gott. Okay, die Idee ist quasi, Socialite zu stacken für den Alistar, ne? Oh, Caitlyn Ult killt den Alistar einfach gar nicht. Ansonsten Koloss natürlich mit reinspielen, ne? Shut up, Kate. Warte mal, was? Wie konnte ich denn da Kate anklicken? Alter, meint ihr, ein paar Spatulas sind drin? Kann man? Ja, man kann Hextech bauen, ne? Ich sollte es sogar nehmen. I guess. Da könnte ich eine in Galio zu einer Hextech-Unit machen und dann kriegt er auch immer ein extra AP. Na gut. Spellcrit. Spellcrit Task 1. Hoffentlich ist Socialite fällt nicht Bait. Ja, das habe ich auch. Also Jarvan bleibt auf jeden Fall bis zum Ende. Der hat jetzt schon 106. Das Socialite-Feld ist gar nicht bad. Das ist exakt so, wie es bei Solo eingezeichnet ist. I mean, Johnny, macht der Modus noch mehr als das Ei? Naja, es gab viele, viele Changes. Das heißt, du kannst viel mehr horizontal spielen, weil viele Trades quasi verbessert wurden auf höherer Stufe. Das reicht aber einigen scheinbar nicht. Ist ja kein Modus, ist ja ein Patch, Leute, ne? Okay, also ich meine, es ist natürlich, trotz allem, ist es natürlich jetzt hier keine S-Tier-Kombo oder so, die ich spiele, ne? Das heißt, das bedeutet jetzt trotzdem nicht, dass wir hier safe gewinnen oder sowas, ne? Aber die Kombo ist auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr gut. Alter, wird aber safe ein Banger. Der wird so safe ein Banger. Also ich müsste jetzt schon richtig wegtreuen, damit das kein Banger wird. Ist ja die Frage, ob man den Swain hier die ganze Zeit spielt, ne? Ich hätte wahrscheinlich SWF für Swain gerade spielen sollen. Das wäre way better gewesen. Aber ich überlege, ob man hier vielleicht sogar sowas wie Yordle spielt oder so. Weil kann man den Swain im Late spielen? Also wenn man die kommt, sie an kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Units, ne? Die ist useless. Die könnten wir droppen. Aus meiner Sicht. Uri kannst du droppen, aber wenn du Titans Resolve spielst, bist du ja doch dankbar über die extra mehr. Heonic Spark für Swain. Also wenn du Swain als Carry spielen willst, ist es wahrscheinlich decent, ja. Aber auch nicht übel geil so. Ist halt decent. Also richtig lange Fights sind für uns natürlich die besten, ne? Der nächste Crit, Leute. Der nächste Crit. Maxim, ich grüße dich. Danke dir ganz herzlich für den Raid. Mernio, danke dir auch für deinen Sub. Dankeschön, wäre doch nicht nötig. Soll ich nicht reinsubben, mein Junge? Ja, wir sind gerade in der Insane Comp. Wir haben quasi, wir spielen Alistar Carry, The Mad Cow. Das ist die Comp, die wollte ich eigentlich schon. Oh mein Gott, Leute. Die Comp wollte ich schon Ewigkeiten spielen. Alter, es trifft einfach alles. Natürlich ist das ranked. Ist immer ranked. Die Kuh macht peng, peng, peng. Ja, herzlich willkommen an alle von Maxim. Das wird ein Banger. Da kann ich euch versprechen. Ich überlege, ob wir hier quasi kurzfristig auf Yordle wechseln. Einfach, weil wir es können. Aber ich glaube, wir wollen gar nicht. Ob wir die Swain drin lassen, ist auch immer noch so eine Diskussion, die man führen kann. Ja, dies, das, jenes. Wir haben leider nur 6 Trades. Wir bräuchten halt mehr. Weil wir würden gerne Socialite haben. Wobei 6 gibt einen, ne? Wie viel AP hat der Alistar? Der hat jetzt, durch das kriegt er 20, der hat 14 AP extra bekommen bis jetzt. Was nice ist. Nicht über sick, aber nice. Aber wir könnten quasi 6
Auf Level 6 könnten wir Yordle spielen. Last Item, bin ich am überlegen. Also tatsächlich wird Titans Resolve hier öfter vorgeschlagen. Aber ich frage mich, warum es nicht Gunblade ist. Ist nicht Gunblade einfach witzig? Ist einfach Ionic. Meinst du? Fühlst du Ionic? Ionic oder Titans? In der Regel das, ja. Also Ionic Spark habe ich tatsächlich noch nicht so viel gesehen. Titans Resolve und Stoneblade habe ich extrem viel gesehen. Ionic kickt auch. Also die MR Reduction ist halt nice, aber die könnte man halt auch auf Galio packen. Ionic ist ansonsten halt nicht so mega sick. Titans Skate halt noch in den längeren Fights. Siegeswehr Slamber auf Jarvan. Absolut richtig, ja. Wenn ich hier, wenn ich meine Idee anyway begraben muss. Portable Forge? Okay, Eternal Winter oder Mana Zane? Mana Zane. Es ist beides insane. Aber hiermit kriegt er halt schnell zwei Ults durch, ne? Ja, komm, gehen wir für. Abfahrt, meine Damen und Herren, rein da! Ja, wir haben sie. Alter, was ist das? Also erstmal, was ist das für ein absolut nutty. Was sind das für nutty Rolls, die ich hier habe? Nonstop. Hier ist ja jede Runde crazy. So, ich würde gerne den Swain halten, aber der hat auch erst 14 AP, weil der immer so früh stirbt, ne? Nocturne bis ins Late zu spielen, ist es wahrscheinlich nicht. Ich könnte die Sage spielen. Sechu ist halt besserer Hextech, aber. High Roller, alter Bruder, ich bin der High Roller vom Herrn. Bist du das erste Mal hier? Ah. So, Alistar. Abfahrt, würde ich sagen. D1. Und guck mal, wie das Mana reckt. Wie das Mana reckt. Ja. 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 Ne, das seht ihr richtig. Ihr kriegt auch die Fresse. Einer nach dem anderen. Bap, 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 bang. So, vielleicht ist es ein Lucian. Also vierer Hextech. Ach, ich weiß es nicht. Ist auch einfach fucking useless, ne? Vielleicht gehen wir einfach... Dreier Koloss. Dreier Koloss, meine Damen und Herren. Es wird einfach die schönste Runde meines Lebens. So, jetzt brauchen wir MR und Tränen für nochmal extra AP. Scheint aber gerade leider ausverkauft. Ja, nehmen wir es Wildspree. Ich gönne dir. Ah, wir könnten Morellos bauen, ne? Oh, ja, wir könnten auch vielleicht noch sowas wie Warmogs auf Galio. Ah, da ist der Swain 2, ne? Jetzt wird er ein Champion. Jetzt meint das ernst. Ja, da kommen die ganzen Socialite-Units jetzt. Eine nach dem anderen. Junge, Junge, Junge. Also Koloss 3 gibt tatsächlich Koloss Champion in Stat Gain 1600 Bonus Save. Das Ding ist aber, sie kriegen anyway 800. Das heißt, sie kriegen quasi 800 extra Health nochmal, was jetzt nicht so mega krass ist, ne? Im Vergleich zu Bruiser. Oh, Bruiser habe ich keinen gerade ready, aber... Ah, weiß nicht, ob das so sick ist. Wait. Nein! Warum hat der denn nicht auto-attackt? 800 Health für zwei weitere Slots ist ein bisschen mehr, ja. Sieht halt witzig aus, ne? Also wenn, müssten wir es halt wahrscheinlich jetzt langsam machen.
Oh, wir haben auch immer noch Tomb of Trades. Show me the world. Ah, Arcanist-Emblem haben wir bekommen, ne? Ach, ich hätte auf 8 gehen sollen. Da war ich ein bisschen greedy. Bruiser, Ginger. Ginger-Emblem. Bruiser. Ah, ich hätte Bodyguard nehmen sollen. Ah, ich bin ein Dirty Hinter. Nein. Happens. Happens, happens, happens. Das ist einfach crazy, wie viele Attack Speed mein Alistar hat, ne? Die Möbel hier sind so crazy vom Sound, ja. Bodyguard für Galio, damit Alistar nicht gewuchst wird. Yes, yes, das wäre richtig gewesen. It rode it. Was my bad. Ja, es stellt sich die Frage. Ja, jetzt spielt man eben Siege of Nocturne. Das ist quasi jetzt die Überlegung. Um quasi wenigstens Bruiser zu haben. Ich kann halt schwer einschätzen, wie krass Mutant ist. Wie krass Dreikoloss ist. Ich glaube, es ist nicht krass. Aber früher Sugar 2 ist natürlich irgendwo auch was Schönes, ne? Nee, komm. Wir ziehen das nicht durch. Ich glaube, das ist zwar für Montage irgendwo witzig, aber ich glaube, es ist an sich keine gute Sache. Noch ein Spellcrit Galio dazu. Actually gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Hat Galio überhaupt immer noch seine Crit-Animation? Ich habe actually bei Galio wurde so oft gechanged, obwohl ich immer die Patches mache, weil sie selbst gar nicht mehr was Katsache ist. Aber Warmog, Spellcrit, Infinity Edge Galio klingt schon irgendwie fun. Das Ding ist halt, für Cross gibst du 2 Item-Slots auf und es gibt weniger als eine Warmog. Das klingt für mich einfach bad. Eigentlich ist es hier Filler-Unit, aber weil ist halt auch einfach eine gute Filler-Unit, ne? Kannst du halt fast immer spielen. Aber dadurch, dass sie Filler-Unit ist, kann sie Items tragen, ne? Okay. Junge, Junge, Junge! Wie viel AP hat die Kuh? Die Kuh ist auf 151. Das heißt, sie hat 31 extra. Die Social Units haben heute Urlaub, oder wie? Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich meine, wir rollen auch nicht, ne? Ist schon okay. Oh. Ein Alistar ist an Raketennot gestorben. Ist natürlich eine Tragödie. Alter, minus 16. Das tat sehr weh. Okay, wir gehen trotzdem durch, ne? Also wir müssen auf 8 rollen. Und nicht vorher. Mahlzeit, wie ist es in Norwegen so? Wo bist du gerade? War vor einer Woche noch in Oslo. Ich bin am Sonjefjord. Sehr, sehr schön, allerdings gerade ziemlich beschissenes Wetter gemeldet. Und auch das Wetter ist auch wirklich nicht so gut. Oh, fast verpennt. Sorry, Leute. Ich glaube, Socialite 2 ist hier wichtiger als Divi. Ich kann das Warmax halt irgendwo nirgendwo draufpacken gerade, ne? Die Leute stellen schon decent gegen den Alistar auf, ne? Wenn die ein bisschen schlechter aufstellen würden, wäre es schon schöner für uns. Aus Swain raus, wenn der E fliegt. Aber fliegt der E? Ich würde den statt Uri jetzt spielen.
Aber actually spiele ich Sage stattdessen, ne? Ist ein bisschen kompliziert. Ich muss mir das gleich nochmal anschauen. Spatula wäre interessant. Aber eben waren so viele Spatulas da. Irgendwer sollte ja sein, noch nicht eingelöst haben. Ach, mein Gott. Spielt man Infinity Edge Last Whisper, oder? Ich hoffe, da war keine MR mehr zu haben, weil MR wäre besser gewesen. Welcome back. Ich überlege gerade, also wenn wir hier quasi Galio zum Bruiser machen, dann spielen wir statt Ori im Bruiser, aber dann einen weiteren Hexdeck zu spielen macht keinen Sinn, weil wir nur zwei Hexdeck haben. Und dann würde ich Weiß spielen. Oh, ich habe Senna geholt. Älter ist auf jeden Fall nicht tanky genug ohne Koloss. Das heißt, ich könnte jetzt in der Theorie Swain zählen und Weiß spielen. Das ist schon das Setup der Setups dafür, ne? Ich habe eine Senna gerollt, so, das ist halt super ärgerlich. So, im Endeffekt fliegt Sage raus und auch Swain fliegt auch raus, ne? Aber halt eben noch nicht jetzt. Ja, ich habe auch überlegt, den Show reinzuspielen für den Koloss-Bonus, aber ich glaube tatsächlich, dass ich dafür halt Hexdeck 4 aufbreche und ich weiß nicht, ob das so worth ist. Komm schon, Alistair. Endlich ist er mal in der Backline. Der Lümmel. Okay, okay, okay. Ja, aber ich meine, es ist absolut machbar. Ich glaube, der Galio zu hitten wird halt extrem schwer. Ich denke, wir spielen Show, wir sehen Swain. Muss mal gucken, wie viel AP der Swain hat. Ob das gerade überhaupt schlimm ist. Nice, Gott sei Dank. Ah, ich meine, der hat 41 AP extra, so. Das ist schon not bad. Das heißt, wir spielen es so. Ich will Senna rollen. Ich denke schon. Okay, kind of wide right hier. Die haben eine Menge Units. Ich glaube, wir sollten Randomized Items spielen. Group of Jarven. Und dann Randomized Items für irgendwen, der da noch kommt. Oh, Gott sei Dank hat der Knockup wenigstens so ein bisschen getroffen.
Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Okay. Da ist sie. Wahrscheinlich ist es das. Als Lab jetzt. So, das Problem mit dem Bruiser-Buff ist halt, dass ich den ja eigentlich lieber auf. Nee, warte. Alles fein. Gehen ja einfach Jarven. So, dann randomized Items auf. Junge, die Kombo ist wirklich schwer in meinem Channel. So hart ist sie eigentlich gar nicht. Aber. Der wird schon mit seiner Ult einfach nicht so ein Vieh gekillt kriegt, ne? Elster, bitte hilf doch den armen Cho'Gath, Mann. Wie der struggelt. Okay. Seems possible. Das heißt, hier kommt einfach Galio für ihn rein. Galio führt schon. Dann sind wir quasi in der Endcomb. Und dann würde ich hier tatsächlich die Items auf Galio machen, die auch absolut decent sind. Die Items bleiben auf Jarvan und dann spielen wir Randomized Item Seraphine und hoffen aufs Beste so, ne? Dann sollten wir auf jeden Fall das so turnen. Jetzt den Solo hier reingeschrieben. Makes sense, ne? Und wenn wir Galio haben, fliegt dann Gnar raus und Gnar kommt Vi. Oder Gnar bleibt und Senna fliegt raus. Weil Gnar gibt wenigstens Striker. Junge. Was der Eddest da jetzt auch rausknüppelt hier an Damage, Okay, die Kuh ist ready. So, wir haben sehr viel HP sacrificed. Vi verkaufen? Nee, wenn wir Galio kriegen, spielen wir Vi. There we go. Zwei Leute vor uns. Galio jetzt eigentlich nicht so astro beliebt. Ich glaube, es ist schon. Also klar, der hat nicht perfekte Item, aber ich glaube, es ist erstmal egal. Hauptsache, wir haben ihn. Wie viel AP hat er mittlerweile? 174 und über das Item hat er 20. Das heißt, der hat 54 extra AP. Boah. So, jetzt nah über Senna? Das ist eine schwierige Entscheidung, ne? Kann ich nicht ganz. Also ist schon. Close Call, finde ich. Junge. Der ist da auch einfach zu lang, ne? Dem ist ja einfach alles egal. Wie viel Attack Speed der auch random durch allen möglichen Schnickschnack kriegt. Der Selin so, guck mal hier, ich CC euch. Shut up! Ich meine, Game hatte gerade jeder fast einen 3-Star. Inklusive einer Elster. Elster ist schon nice. Also, ich glaube, generell macht Gnar schon weniger, ne? Er gibt Striker, aber das ist halt, ich meine, 30 AD ist halt den. Der ist scheißegal. Also ich glaube, Senna, die Heilung macht mehr aus. So, das heißt, der fliegt raus. So, und jetzt halt die Frage, wenn wir einen Galio hätten, verkaufen wir den nochmal, um Deathblade runterzukriegen? Oder vergeben wir Titans einfach an Vi und haben eine Chance für einen Galio 2? Ah, die Eddestar-Ults sind manchmal leider so ein bisschen fragwürdig. Hier zum Beispiel hat er eine sehr persönliche Agenda mit der Leona auszutragen.
Johnny wird wirklich gut gelaunt, glücklich. Ist etwas Gutes passiert? Alles ist gut in meinem Leben aktuell. Das macht's sehr einfach. Aber der Patch hat auf jeden Fall auch seinen Teil dazu beigetragen. Ja, ich werde nicht auf 9 gehen, ne? Sondern wir rollen jetzt slow and steady. Wir können statt Bruiser halt jetzt eine Uri 2 spielen gerade. Ich denke, das machen wir auch. Und dann würde ich hier tatsächlich jetzt... Ja, Uri wurde auch ordentlich gebufft, so, ne? Und der Attack-Speed, der in der Gegend rumfliegt, ist schon nett. Und es ist halt einfach nochmal ein extra CC. Und im Endeffekt wollen wir unseren Gegner einfach in CC abdrücken. Oh. Ja, ich glaube, es ist besser. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich für das Bruiser-Augment, was wir quasi jetzt gewastet haben, aber es sind 125 Elves, so, ne? No one fucking cares. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch rauskriegen. Ups, eins falsch gerollt. Naja, doesn't matter. Ja, wir können halt nicht viel verschieben, ne? Können wir so stellen. Damit nicht die Seraphine geupt wird, sondern die Senna. Da beißt sich mein Alistair jetzt leider wieder an der Leona fest, ne? Schon immer sehr ärgerlich. Danke dir, Kimmy, für den Raid. Oh mein Gott, wir sind so low. Oh, Leona ist einfach unser Hardcounter, oder was? Kein Galio. Oh, es wird so schwer jetzt. Okay, aber Alistair hat ein Target, was nicht völlig useless ist. Wir haben Static nochmal, das ist auch nicht bad. So, ich habe Uri darüber gestellt, damit sie auf jeden Fall von den Jarvan Attack Speed Buff profitiert. Alistair, your moment to shine. Nee. Alistair. Alistair, zieh durch, mein Junge. No. So close, Mann. Nein, er ist minus 9. Oh, can't believe it. Es war alles da, ne? Eine Alistair holt mehr. Also man ist halt tatsächlich in der Kopf halt ein bisschen stuck auf dem Social-Line-Feld. Ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich Situationen gibt, wo man dann echt nochmal umplatziert. Und Alistair ohne Social-Line spielt und da zum Beispiel, keine Ahnung, Galio oder so draufpackt, der damit ja auch umgehen kann. Hätten wir noch einen Galio hier gefunden, wäre es geil gewesen, weil dann hätten wir Deathblade quasi auf die Senna packen können. Und dann wäre die Senna mit Senna 3, kriegt sie auch mehr vom Deathblade, wäre geil gewesen. Aber to be honest, Leute, ist ein Banger, ne? Wir haben übel viel gehittet. Dieser random Alistair-Hit am Anfang hat mich mega glücklich gemacht. Hexic Unity war krass. Der Alistair hatte echt AP-Werte, die sind jenseits von gut und böse. Und dass wir dann auch noch Mana Drain bekommen haben und am Ende nochmal den Koloss-Bonus, das war absolut nice. Der ist mir auch wurscht, dass ein dritter Platz ist. Ich hoffe, euch hat der Banger gefallen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier auf dem Zweitkanal. Euer.